Wie begeisterungsfähig sind denn Sie? Neben mir sitzt nämlich ein Mann, der sagt, Begeisterung schafft Produktivität. Und er ist ein absoluter Experte und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bitte begrüßen Sie Dominik Krause. Hallo, lieber Dominik. Hallo, Alissa. Wie hast du herausgefunden, dass Begeisterung Produktivität schafft? Ich komme eigentlich von der Produktivitätsschiene. Also wenn man mal so, ja, sagen wir mal 35 Jahre zurückzoomt, bin ich in der Familie groß geworden, wo Eltern, meine Mutter ganz, ganz lange, Jahrzehnte beim Automobilzulieferer gearbeitet hat, mein Vater über 40 Jahre Vertrieb gemacht hat in einem Großkonzern. Und die wurden ja irgendwie so vom Mindset immer, du musst produktiver werden, du musst mehr rausholen. Und so bin ich natürlich auch als Kind in Schule, im Sport, all das immer wieder, dieses Produktivitätsding war drin. Und man übernimmt das natürlich irgendwie, was ja erstmal positiv ist. Mhm. Und bin so auch in der Industrie gelandet, Ausbildung gemacht, klassisch Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und da kriegt man ja noch mehr die Lean-Management-Methoden. Du musst ja Dinge schlanker machen, Dinge schneller machen, produktiver machen. Und hab das dann irgendwann von der Methodik exzellent angewendet in der Industrie und habe gemerkt, dass das sehr, sehr gut ankam. Bei allen Führungskräften, alle sagen, hey, die Zahlen stimmen. Aber die Mitarbeiter da so mit blutleeren Augen saßen, die immer so gesagt haben, das war so wie tot, nur noch nicht umgefallen. Ja. Und das war so für mich ein Punkt, wo ich sage, hey, alle Zahlen stimmen, aber dabei geht Gesundheit drauf, da gehen irgendwie die Leute dran kaputt und man merkt immer, dass die so von der Körperhaltung immer mehr eingeknickt sind. Und habe mir dann eigentlich die Frage gestellt, naja, wie kannst du denn dafür sorgen, dass die Leute begeistert sind und gleichzeitig die Produktivität schaffen? Da musst du jetzt direkt die Lösung liefern. Da muss ich die Lösung schaffen. Habe eben schon gesagt, war im Industrieumfeld. Mhm. Und da ist natürlich komisch, wenn du auf einmal sagst, naja, ich beschäftige mich jetzt mit den Psychologie-Themen. Ich war aber schon immer jemand, der es irgendwie mochte, anderen zuzuhören, ganz, ganz viel zuhören. Also das ist ja auch so der Spruch, deswegen hat Gott, Allah oder Buddha, an wen auch immer du glaubst, dir zwei Ohren gegeben und nur einen Mund. Mhm. Also eben mehr zuhörst und weniger redest. Ja. Also wirklich dich für andere interessieren, so das Wissen rausziehen und da auch den Mehrwert bieten und das schaffen. Und ja, das war so schon als Kind, habe ich viel Motorbootsport gemacht und auch allgemein Motorsport und habe immer so andere trainiert. Mhm. Und irgendwie kam dann so das Thema, hey, wie kannst du denn so ein Trainingscenter aufbauen in Deutschland, in Indien? Und so kam ich in diese Entwicklungsschiene rein und habe dann gesagt, okay, Produktivität ja, Entwicklung ja, Herzensthema. Mhm. Und dann, wie kannst du das professionalisieren? Und der Gamechanger war tatsächlich, vor knapp 10 Jahren habe ich Trainerausbildung in Berlin gemacht, an einem Institut an der Humboldt-Uni mit Leuten aus Fernseh, Radio, da waren Vertriebler dabei, Psychologen, also bunt gemischt. Ich war der Jüngste und da wurde man so richtig aus der Komfortzone katapultiert. Also sagen wir mal, alles, was so Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, war ich sonst eher ruhiger, introvertierter und da wurde man wirklich gnadenlos ehrlich Spiegel vorgehalten, auch bei Übungen, wo ich gesagt habe, nee, ich fahre jetzt nach Hause, das war's. Ne, dass man wirklich immer noch mal so ein Stück mehr. Und hab da gemerkt, hey, wenn du ein Ding hast, wo du richtig für brennst, wie kannst du denn da noch mehr rausziehen? Ja. Und das war so der Grund, das dann auch mit Wirtschaftspsychologie zu professionalisieren und natürlich das ganze Umfeld, um mal da wieder drauf zurückzukommen, gesagt hat, was will der denn? Will das der jetzt, der uns liest, der irgendwie in uns reinschaut? Lern doch mal was Vernünftiges. Ne? Also wenn du schon im Maschinenbau arbeitest, bist du erstmal der den Psychostempel aufhat. Total. Ja. Also war der Anfang gar nicht so leicht? Nee, definitiv. Sag mal, also während dieser Phase, so 5-6 Jahre, Akzeptanz zu bekommen in diesem produktivitätsgetriebenen Umfeld, zu sagen, naja, ich mache es jetzt anders, war extrem schwer, bis sie irgendwann gemerkt haben, hey, das bringt ja was. Die Leute richten sich auf, die haben auf einmal Spaß dabei und bringen gleichzeitig noch bessere Zahlen, weil die gingen dann auf einmal durch die Decke. Was hast du denn mit den Leuten gemacht, dass sie auf einmal keine blutunterlaufenden Augen mehr hatten, sondern wirklich, oder blutleere hattest du gesagt, sondern auf einmal Begeisterung, da waren so Funken wieder im Auge. Ja, da waren so Funken drin. Am Anfang habe ich natürlich ganz, ganz viele Methoden versucht anzuwenden und es war mal hier probiert, mal da. Und es hat mal funktioniert und mal nicht. Und ich habe dann
immer wieder geguckt, weg von German Approach, also ich kann das, ich kann das, ich kann das, sondern hinzu, was ist der Mehrwert für dich, was ist so der Sinn? Wie kannst du in Interaktionen gehen, wie kannst du mehr Herz reinlegen, Emotionen reinlegen? Und war am Anfang da aber allein. Aber so dieses, hey, oh, da bekommt auf einmal einer Bühne, der eher introvertiert ist, der sagt, hey, ich muss höher. Und das war irgendwie ein gutes Gefühl. Und dann war natürlich die Frage, hey, wie kann ich das als Modell rüberbringen? Ja. Weil es gibt ganz, ganz viel Wissen, wir haben ganz viele Motivationsbücher, wir haben ganz viele Produktivitätsbücher und es ist mega komplex so an psychologischen Verfahren. Und es war schwer, das quasi in die, ja, den einfach zu vermitteln. Aber hast du vielleicht auch einen Tipp für alle, die jetzt auch gerade zuschauen, wie schaffe ich selber bei mir wieder Begeisterungsfähigkeit hervorzurufen oder überhaupt die Begeisterung? Das ist so, was ich ins Modell gegossen habe, wo ich irgendwann in Kroatien tatsächlich am Strand saß, so aufs Meer geguckt habe und ja, in Kroatien war es mega warm, aber so das Bild war irgendwie, hey, das Meer, was wäre, wenn du jetzt in der Arktis wärst und da wäre so mega viel Eis. Und so habe ich mir jetzt vorgestellt, dass zwischen den Teilnehmern und mir mega viel Eis ist. Also wirklich der Abstand groß ist. Und so ist es bei den Führungskräften ja auch. Führungskräfte sind oben, Teilnehmer sind unten. Und so bin ich auf dieses Modell gekommen, dass in Begeisterung zwei Worte stecken. Erste ist Geist. Und das ist was, was ich seitdem den Führungskräften immer und immer wieder in Impulsvorträgen, Trainings, Coachings mitgebe, um wirklich den Rahmen zu schaffen. Weil ohne die geht es nicht. Einmal das erste Wort Geist, also man muss Ahnung haben von dem, wo man von spricht. Fachexperten sind viele. Aber auch Geist zu die Haltung. Es gibt Menschen, die kommen in den Raum rein, dann geht es Licht aus. Ja. Es gibt die, die bringen Schwung rein. Wirst du auch aus deiner Erfahrung immer und immer wieder kennen. Und das zweite Wort, was drinsteckt, ist ja Eis. Also wie kann ich das Eis brechen? Und das sind, um auf deine Frage zu kommen, welche Tipps kann man den Leuten mitgeben? Das E steht für Emotion. Also wirklich Herz reinlegen. Sozusagen wie bei den Kindern schon, hey, du grinst auch gerade direkt, ne, sozusagen, hey, wie lege ich denn das Herz rein, so dass ich sage, das ist mein Baby, ich will das besser machen. Ja. Weil da sagen viele Zahlen, Daten, Fakten reicht. Und das Geheimnis ist wirklich, da aus dem Privaten das genauso zu übertragen. I steht für Interaktion. Also das meiste ist ja die Einbahnstraße, die von oben nach unten geht. Hier wirklich so die Zweibahnstraße zu schaffen, hin und her. Das heißt, egal welche Entscheidungen anstehen, ob es kritische sind, Change-Prozesse, die ganz, ganz viele begleiten wollen, wo die oft nur mit Druck arbeiten, da zu sagen, hey, wie können wir die denn mitnehmen? Und das dritte ist das S für Sinn. Wie man jetzt so auch in ganz vielen Vorreiterunternehmen merkt, die wirklich dieses Purpose-Leadership und den Purpose schon vorleben. Und da gibt es ja auch Simon Sinek, der schon immer wieder die Frage gestellt hat, why do you do what you do? Warum tust du denn eigentlich das, was du tust? Das heißt, immer wieder die Leute mitnehmen, was ist der Sinn dahinter, wozu tun wir das? Ja. Und wenn du schaffst, dieses Dreierpaket, Emotion, Interaktion, Sinn zu schaffen, dann geht es extrem hoch. Also Simon Sinek ist da ja wirklich ein absolutes Vorbild und hat da wirklich so toll auch geschrieben, auch über Führung etc. Was sind denn so bei dir die Themen, die dich absolut begeistern? Also wenn du so deine Top 3 Begeisterungsthemen? Wenn ich meine Top 3 nenne, es ist wirklich so, was mich begeistert ist, wenn es Menschen gibt, die sagen, ich bin fachlich gut, aber irgendwie introvertiert und ich habe ganz, ganz viel daran gearbeitet, um meine Botschaft so auf den Punkt zu bringen und dann strahlen meine Augen. Ja. Also da wirklich zu sagen, wie kann man die dahin bringen, die begleiten, das ist das eine. Zweite ist, wenn Menschen wirklich authentisch sind. Also es gibt ganz, ganz viele, die so aufgesetzt, die wollen besser wirken, sondern zu sagen, hey, ich bin so und genau so bringe ich das rüber. Ja. Und das Dritte ist, wenn jemand wirklich Herz reinsteckt. Also es gibt so dieses, ja, wir tun es, um mehr Geld zu verdienen, das, das und das. Und die, die es wirklich umdrehen, zu sagen, hey, ich habe mein Herzensding, die gehen dann auch richtig durch die Decke. Wie würdest du denn so die deutsche Landschaft aktuell beschreiben? Findest du, dass wir eigentlich viel zu wenig Begeisterung haben für das, was wir machen? Oder wie siehst du den Markt? Also wenn ich mal so auf die Kunden schaue, die ich in den letzten Jahren immer wieder hatte, war sowohl Industrie, aber auch ganz viele Organisationen, Behörden, all das, was so dazugehört. Gerade Industrie, Behörden natürlich ganz, ganz, okay, wir haben unsere Vorgaben, wir müssen unsere Produktivität liefern. Ja, wir sind hier, um zu arbeiten von 9 bis 5 und dann ist gut.
Hingegen die Startup-Branche, da sind ganz, ganz viele Startups, sowohl als auch ITler, die sagen, hey, wir wollen die Leute hochziehen. Also das ist schon ein extremes Ungleichgewicht. Und ja, das ist so das deutsche Bild, wo ich merke, dass gerade auch, habe ich in diesem Jahr ein großes Projekt in der Behörde begleitet, wo es wirklich um Change-Prozess, New Work ging. Es hat ewig gedauert, bis man die aufgetaut hatte, bis sie sagen, hey, wir brauchen auch das. Ja. Und dann ploppen die wirklich so hoch. Und das ist was, wenn du sagst, wir gucken auf den Markt Deutschland, wo mittlerweile immer so mehr aus meiner Sicht dieses amerikanische Mindset rüberschwappt. Hm. Ne? Weil die sind für uns Deutschen natürlich extrem, so nur Begeisterung, nur laut. Ist persönlich auch nicht meins. Hm. Aber wenn wir unsere Produktivität, unseres eher Konservative mit dem mixen, ich glaube, dann kommen wir auf einen sehr, sehr gesunden Mix. Das hast du gerade gesagt, das ist auch nicht so deins, weil du warst ja auch als Kind eher sehr ruhig, introvertiert. Hm? Was für eine Empfehlung hast du denn genau an solche Menschen? Genau, du sagst es, ich war eher der Ruhige, bin so in der Familie groß geworden. Wir hatten 7 Cousins, Cousinen, dann natürlich ganz viele Tanten, Onkels, Großeltern, wenn der Familienfeier waren immer alle laut, also eher extrovertiert. Und ich war so der Ruhige, ne, so, aber war der, wie ich eben gesagt, der immer zugehört hat. Und das ist die Empfehlung aus meiner Sicht an die Introvertierten, zu sagen, hey, introvertiert ist kein Stempel und nichts Schlechtes, sondern du lernst ja eigentlich, die Welt extrem gut wahrzunehmen. Und aus meiner Sicht sind sehr viele gute Coaches, Trainer, Berater im Privaten extrem introvertiert, weil die sich einfach wirklich für die Menschen interessieren. Das heißt, der Tipp ist, nicht in dieses Schema pressen zu lassen, du musst jetzt laut, du musst jetzt bunt, sondern du kannst auch leise begeistern, mit einer ganz klaren Ruhe, mit einer ganz klaren Fokussierung. Und dann die Leute mitnehmen. Also auf keinen Fall in Schema pressen lassen. War denn dieser Change für dich herausfordernd? Ja, definitiv. Und das ist auch nichts, wo ich sagen will, da gibt es die 3 Tipps und in 2 Jahren ist man da. Ja. Das ist immer der Prozess, wo man ganz, ganz viel reflektieren muss und sollte. Und das ist ja das, was die Introvertierten auch können. Von daher brauchen die es gar nicht extrem lernen, sondern man beschäftigt sich ganz viel damit, was funktioniert nicht. Und wird dann Schritt für Schritt für Schritt besser. Wie ist das denn heutzutage in deinem familiären Umfeld, weil du es gerade so schön beschrieben hattest mit den 7 Cousins? Weil in der Familie ist es ja häufig auch so, die am lautesten schreien, die kriegen auch die meiste Aufmerksamkeit etc. Gab es da jetzt inzwischen so einen kleinen Wandel? Das ist spannend, weil bei mir wirklich so einmal die private Wahrnehmung und einmal die berufliche Wahrnehmung. Mhm. Also ich bin im Beruflichen absoluter Bühnenmensch, bringe da 100% Energie rein. Also da denken alle, der ist total extrovertiert, brauche aber im Privaten eher dieses ruhige, bodenständige, um die Energie daraus zu saugen. Mhm. Also das ist so der Mix, den ich finde, um dann auch eben auf der Bühne immer 100% Energie geben zu können. Total spannend. Hast du so eine Zukunftsvision? Zukunftsvision, das ist das, was wirklich so mein Zielbild ist, zu sagen, wie kann ich, und das ist das, wo ich tagtäglich für arbeite, mehr Begeisterung gerade in die eher begeisterungsfernen Unternehmen, Organisationen bringen und gleichzeitig Produktivität hochzuziehen. Das heißt, immer wieder diese Botschaft senden, noch mehr mit Büchern, noch mehr mit Vorträgen, noch mehr mit Podcasts. Also da ganz, ganz immer wieder steht der Tropfen, höhlt den Stein, diese Botschaft vermitteln, sodass die Leute sich Schritt für Schritt hochziehen. Es wäre so schön, wenn wir endlich wieder eine Arbeitswelt hätten, wo die Leute wirklich mit Begeisterung ihrer Tätigkeit nachgehen und vor allem auch wieder dieses Funkeln im Auge haben. Was würdest du sagen, ist so der allererste Schritt, den jeder von uns heute noch umsetzen kann? Der allererste Schritt, den jeder umsetzen kann, das heißt einmal so an die eigene Nase zu fassen und mal sich abends ruhig hinzusetzen, vielleicht bei einem Bier, bei einem Wein, so ein bisschen wie hier auf der Couch und wirklich mal in sich zu hören und sagen, was ist denn das, was mich so richtig motiviert, wo ich sagen kann, hey, das ist mein Fallschirm, wenn ich eigentlich todmüde bin, das könnte ich ewig machen. Ja. Und da hat ja jeder von uns so ein Ding. Das ist bei mir, wenn man mich nachts um 2 weckt, ich könnte irgendwie Vortrag halten auf die Bühne, was auch immer das geht. Mhm. Ich könnte aber auf keinen Fall Steuererklärung machen oder was auch immer. Gibt es aber auch Menschen. Ne? Wenn ich meinen Steuerberater angucke, der brennt dafür. Der sagt, hier war die Zahl da, das, das, das. Und da leuchten seine Augen. Wunderbar. Das heißt, wirklich gucken, was ist es für mich persönlich? Und dann Schritt für Schritt dran arbeiten. Okay, also jeder hat die Aufgabe, einmal bei sich selber zu gucken. Lieber Dominik, schön, dass du da warst und danke, dass du mehr Begeisterung bringst. Danke dir.